Corona-Diktatur hinter mir steht, tatsächlich berechtigt ist. Warum diese gar nichts mit einer angeblichen Gefährdung der Gesundheit zu tun hat und warum wir alle den derzeitigen Wahnsinn nur dann stoppen werden können, wenn wir den Zerstörern von Demokratie und Freiheit maximal Widerstand leisten. Da ist bis jetzt noch nichts gegen uns vorgefallen, aber die österreichischen Ärztekammern sind brutal hier. Und deswegen haben sich einige Ärzte gedacht, wir treten da lieber nicht mehr auf. Und wahrscheinlich ist es auch dessen Grund, weswegen wir jetzt hier, ihr jetzt hier mit mir einen Bayern vorlieb nehmen müsst. Aber ich rede, wie gesagt, gerne in Österreich. Ich fühle mich als halber Österreicher, weil ich wohne gegenüber von Scherding praktisch. Also auch da. Aber seither peitscht man dieses schreckliche, blöde Narrativ durch vom gefährlichen Killer-Virus. Und bei uns in Deutschland hat es dazu von Seiten des Innenministeriums sogar ein Strategiepapier gegeben. Ich möchte wetten, dass sowas ähnlich in anderen Ländern Europas, wahrscheinlich an Österreich, gab. Bei uns ist es geleakt worden. Und in dem Strategiepapier, das müssen wir mal lesen, das waren 17 Seiten, das hat unser Bundesinnenminister Seehofer einen Auftrag gegeben, also der eigentlich sich für Schutz seiner Bürger kümmern müsste, der hat dieses Strategiepapier mit in Auftrag gegeben. Und da wird genau beschrieben, wie man die Angst vor so einem Virus am dramatischsten darstellen kann. Und zwar, indem man Erwachsenen erzählt, der Tod an diesem Virus ist wie langsames Ersticken. Also wie Ertrinken, nur viel langsamer. Du kriegst alles mit, aber du stirbst langsam weg. Und für Kinder, wo man wusste, die Kinder wären nie schwerer daran erkranken, hat man gesagt, auch für die können wir uns ein Angstszenario überlegen. Denen erzählen wir einfach, und das wisst ihr, dass das der Fall ist, dass das so gemacht wird, dass sie quasi, wenn sie sich nicht an die Corona-Maßnahmen, an die Agenda halten, an die Hygienemaßnahmen, dann bringen sie wahrscheinlich das gefährliche Killer-Virus mit nach Hause und sind dann für den Tod ihrer Großeltern verantwortlich. Ich sage, Pfui-Teufel, welcher perverse, perfide Sack denkt sich so etwas aus? Das kann man einfach nicht hinnehmen. Im Verteidigungsministerium hier, ich wiederhole, alle Corona-Maßnahmen hochgradig illegal und verfassungswidrig sind. Insbesondere trifft das auf das Impfen zu. Ja? Im Buch Corona-Diktatur habe ich die Herstellerstudien ausgewertet, in Zusammenarbeit mit Ärzten natürlich. Die Herstellerstudien von Pfizer und AstraZeneca zeigen, das hat den Namen Impfung nicht verdient. Es ist ein gentechnisch erzeugter Dauerangriff auf das eigene Immunsystem. Wer sich diesen Dreck spritzen lässt, hat infolge eine schwere Körperverletzung zu erwarten. Namentlich bei AstraZeneca 46% kriegen Neutropenie der Probanden. Neutropenie, das ist eine Krankheit, wo die weißen Blutkörperchen, die Ersthelferzellen, attackiert werden und so auf ein Minimum heruntergesetzt werden, dass der Organismus schwächer und anfälliger wird für alle Arten von Krankheiten. Bei dem anderen von Pfizer, BioNTech Pfizer, weiß man bereits aus der Herstellerstudie, dass man damit die fünffach höhere Wahrscheinlichkeit hat, schwer an Covid zu erkranken. Bereits aus der Herstellerstudie. Und wer hat bis jetzt von euch etwas von der großen Israel-Studie gehört? Hand hoch. Doch einige, in den Mainstream-Medien wird es nicht erwähnt, die Großstudie aus Israel vom 25. August bestätigt das alle. Da wurden die Patientendaten von 2,5 Millionen Israelis ausgewertet. Und die Studie zeigt, dass man mit BioNTech Pfizer die siebenfach höhere Wahrscheinlichkeit hat, schwer an Covid zu erkranken, als ohne dem Zeug. Das ist eine wissenschaftliche Studie von Universitätsprofessoren und Wissenschaftlern aus Israel. Wer da jetzt sagt, das ist eine Verschwörungstheorie, ist mit Verlaub ein Vollidiot. Und damit ist der Beweis erbracht, anhand experimentell sozusagen, anhand der wissenschaftlichen Studien, dass es sich eben um keine Impfungen handelt, sondern um gentechnisch erzeugte Dauerangriffe auf das menschliche Immunsystem. Es ist ein schleichender Genozid zu erwarten, davon haben etliche Mediziner rechtzeitig gewarnt, wie bereits der vorhin erwähnte Professor Dr. Luc Montagnier, der den Nobelpreis dafür bekommen hat, dass er das sogenannte AIDS-Virus entdeckt hat. Auch die mRNA-Impfstoffentwickler wie Luigi Warren oder Robert Malone haben eindeutig gewarnt, wir stehen vor einem Fiasko. Das sind die Menschen, die die Technik und die Impfstoffe erfunden haben.
Sie sprechen davon, insbesondere Luc Montagnier, dass das Hineinimpfen, was eh logisch ist, in eine laufende Epidemie der absolute Wahnsinn ist. Von dem abgesehen, dass es eh keine nennenswerte Epidemie ist. Aber das Hineinimpfen ist der absolute Wahnsinn. Warum? Weil das sogenannte Virus dadurch genötigt wird, schneller, schärfer und damit tödlicher zu mutieren. Und wenn man jetzt diese ganzen Punkte zusammenzählt, scheint es so zu sein, dass jetzt auf den Intensivstationen zu 95% nicht die Nicht-Geimpften liegen, sondern die Geimpften. Das wird hoffentlich noch herauskommen.